So, hallo, heute mal wieder vom Bienenstand. Wir hatten es ja jetzt wirklich kalt, nochmal die letzten Tage mit minus 6 Grad in der Nacht, tagsüber so um die 0 Grad, minus 1 Grad. Und jetzt wird es im Prinzip gerade Tag für Tag wärmer und auch trockener. Auf Instagram oder wer mir auf Instagram folgt, hat es ja gesehen, dass ich auch mal wieder stecken geblieben bin mit dem Auto. Ist jetzt hier daheim kein Problem. Ich habe selber einen Schlepper, kann mich da rausziehen. Aber es zeigt einfach auch mal wieder, wie toll eigentlich so ein Allradbus ist. Also diesmal war ich ja nicht mit meinem T4 unterwegs, der Allrad hat, sondern mit unserem T5. Und eigentlich muss man auch mal sagen, ich würde das Allrad nicht mehr missen wollen. Also Imkern ohne Allrad ist für mich eigentlich nicht mehr machbar, weil man ab einer bestimmten Betriebsgröße kann man nicht immer nach dem Wetter schauen. Man muss manche Bienenstände einfach über Graswege fahren oder durch Wiesen. Also Allrad ist für mich eigentlich ein Muss mittlerweile. Ja, was will ich heute euch zeigen? Also zum einen habe ich gedacht, zeige ich euch mal, wie meine Bienenvölker im Moment ausschauen. Und zum anderen, weil es waren relativ viele Fragen, wie mein Beutensystem jetzt im Winter oder noch jetzt im Winter aussieht, bevor wir dann den Honigraum aufsetzen. Und es wird dann ja in ungefähr 4-5 Wochen sein oder in 3 Wochen. Also ich bin da immer skeptisch, wie sich das entwickelt. Man ist jedes Jahr einfach überrascht, wie schnell das funktioniert oder wie schnell die Bienenvölker sich entwickeln. Also wie gesagt, lasst uns jetzt einfach zusammen einen Blick ins Bienenvolk werfen. Und dann schauen wir uns noch so ein Beutensystem an, wie ich überwinter. So, jetzt will ich euch hier mein Beutensystem mal vorstellen. Da waren ja einige Fragen da. Also ich habe die Zarge Dadant, 10er Dadant modifiziert und habe einen Eigenbauboden, Nikofütterer, OSB-Platte als Abschluss und Blechdeckel. Eigenbauboden habe ich eigentlich aus dem Grund, dass ich diesen Boden schiebe. Schauen wir das bei der Beute an, da geht er gerade besser raus. Den Bodenschieber in der Größe konstruieren konnte, dass ich ihn einfach oben in meinen Nikofütterer legen kann. Dann habe ich das ganze System im Prinzip das Jahr beisammen und muss nicht die Bodenschieber wegfahren und im Herbst wieder bringen und im Juli nicht. Und dann habe ich einen zu wenig, einen zu viel, sondern so weiß ich halt die Kombination an Beute, hat immer diesen Schieber dabei, hat immer den Fütterer dabei. Ich muss da kein Material hin und her fahren. Das Flugloch ist so konstruiert, dass man den Fluglochkeil einfach umdrehen kann und die Beute verschließen kann. Und dann ist auf dem Deckel noch ganz interessant natürlich, das ist meine Stockkarte. Ne? Da schreibe ich immer in der Farbe, der Jahresfarbe, der Königinfarbe meine Anmerkungen drauf, zum Beispiel Ameisensäure am 23.09., dass Stifte da sind und andere Anmerkungen. Ja, dann habe ich hier noch hinten, jedes meiner Bienenvölker hat eine Nummer, also ist doch nummeriert. Da kann ich im Prinzip immer lückenlos verfolgen, wo die sich aufhalten. Und dann sieht man das bei dem Bienenvolk und bei dem daneben jetzt komischerweise nicht. Da gehe ich mal hier rüber. Dann habe ich noch einen Reißnagel da. Der Reißnagel sagt mir einfach das Alter der Königin. Und die Position des Reißnagels sagt mir, wie ich mit der Königin zufrieden bin. Oben in Ordnung, in der Mitte geht es so und ganz unten die Königin muss getauscht werden. Ja, das ist so im Prinzip mein System. Und dann brauche ich eigentlich am Bienenstand auch nichts mitzunehmen. Ich habe da in der Regel relativ wenig Aufschriebe zu tätigen, weil alles direkt an dem Volk ist. Ich sehe auf einen Blick am Deckel, dann auch muss ich Arbeiten durchführen. Hier gibt es eine Abweichung. Habe dann hier zum Beispiel auch Anmerkungen, wo die Königin herkommt. Und das war es dann im Wesentlichen. Ne? So habe ich einfach alles beisammen. Ne? Wenn wir jetzt hier rüber schauen, hier habe ich sogar noch eine blaue Königin neben einer gelben. Das sind im Wesentlichen mein Beutensystem. Ja,
Schauen wir noch beim Bienenvolk mal rein, gehen wir gerade wieder zurück zum ersten. Also ich weiß jetzt nicht, wie die aussehen. Ich meine, man sieht hier einen Nachteil von meinem falzlosen System mit diesem Nikophytrum. Es kann einfach mal sein, dass der Nikophytrum verrutscht. Ne? Das ist ein bisschen blöd oder bei Sturm. Aber an für sich funktioniert das wirklich ganz gut, dieses System. Was wir noch sehen, die Beuten sind bei mir komplett nicht gestrichen. Also ich habe da nicht wirklich einen Unterschied gemerkt. Also finanziell habe ich einen Unterschied gemerkt, aber es ist einfach ein Riesenaufwand und kostet viel Geld. Und also für mich geht es, seit ich Imker im Prinzip, die ersten zwei habe ich noch gestrichen und ansonsten arbeite ich im Prinzip so. Ne? Jetzt schauen wir das Bienenvolk an. Ne? Also wir haben jetzt, müsst schätzen, 5-6 Grad. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir sehen auch in den Waben von oben noch verdeckeltes Futter. Also da gibt es eigentlich jetzt gerade wirklich keinen Handlungsbedarf. Ja, also so sieht es bei mir momentan aus am Bienenstand. Ich denke, dass es so in einer Woche oder wenn es wärmer wird, dann werde ich im Prinzip die große Frühjahrsdurchschau machen. Wenn alle so Völker so aussehen wie das, dann bin ich zufrieden. Und dann wird auch irgendwann mal die Kirschblüte kommen, ne? Wahrscheinlich in der zweiten Aprilhälfte, je nachdem wie das Wetter wird. Also der Raps ist bei uns jetzt noch im Prinzip komplett am Boden. Aber wie gesagt, der entwickelt sich ja auch super schnell. Ne? Ich habe jetzt hier an dem Bienenstandort wirklich das Schöne, da sind hinter mir, ich weiß nicht, ob man es im Bild sieht, Palmkätzchen, die blühen. Wir haben hier rechts von mir Haselnuss. Wir sind gegen Süden ausgerichtet und das merkt man schon. Ne? Also Bienenstände, man sieht es ja immer ganz schön, wo der Schnee als erstes weg sind. Da habe ich auch immer die stärksten Völker. Also das ist ganz klar, dass dieses Klima da eine Rolle spielt. Ja, also wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt sie einfach wie gehabt in die Kommentare. Und dann sehen wir uns vermutlich nächste Woche wieder. Also ich habe jetzt eine Woche pausiert, einfach weil es eigentlich nichts gab, was ich an den Bienen getan hätte. Und die Beutenabsperrgitter, das stelle ich dann vor, wenn wir einfach so weit sind und wie ich wandere und wie die Bienenvölker aussehen. Also schaut einfach wieder rein, abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts und wir sehen uns. Tschüss, ade.